gerade. Hast du mir gerade geschrieben? Nein. Nein. Wer schreibt mir sonst um die Uhrzeit? Deine Mutter? Ach nee, YouTube. YouTube. Das alte YouTube. So, unsere Spitzhacke hat ja wirklich wunderbar gereicht. Dann schmeißen wir die mal wieder zurück. Achso, Zack, ich glaube, dass die Kohle werde ich... Kriege ich die da noch in die Kiste rein? Oder tue ich die mal auslagern? Wieder ein bisschen. Also ich würde sie noch in die Kiste bekommen. Ja, dann lassen wir das auch mal hier. Ach ja, Fackeln brauche ich auch noch mal ein paar. Wieder. Zack, zack, zack. Düt. So. Jetzt habe ich die Kohle weggebracht, jetzt hole ich sie mir wieder. Was ist? Nix. Alles okay, mein Schatz. So. Genau, mein Zeug reparieren einmal. Das hat auch ziemlich stark gelitten. Das hat auch ziemlich stark gelitten. Vor allem logischerweise der Goldhelm. Gut, der hat aber extra nur Haltbarkeit bekommen. Damit er nichts anderes fängt. Und die Spitzhacke. Die auch so irgendwie so richtig im Ass war. Ich habe mir schon immer überlegt, ob ich auf die Schaufel zumindest ein bisschen Effizienz drauf tue. Aber diese eigentlich hat die Diamantschaufel ist ja so an sich schon ziemlich fix. Au. So, unser Goldhelm, ja gut, den ist egal, wenn der nicht so repariert ist. Der ist an sich ziemlich nice. Noch, wir gehen jetzt mal zu unserem Mob-Spawner. Und gucken mal, was der Mob-Spawner so ein bisschen gebracht hat. Uns in der Zeit, wo wir nicht in der Nähe waren. Die Spawner an sich laufen ja dadurch eher weniger. Also die Spawner, man muss ja recht nah dran sein, damit der Spawner aktiv wird und spawnt. Vergiss es, Skelett. Ah, hier hinten haben wir auch noch eine Baustelle. Ui, ui, ui. Hier hinten haben wir auch noch eine Baustelle. Da ist ja auch noch so ein bisschen was. Es regnet. So, gucken wir mal. Eigentlich... Haben wir nicht ausgeleert? Doch, wir haben ausgeleert. War immer sicher. Eigentlich schon nice, was hier drin liegt. Ist zwar noch nicht so viel. Ich bräuchte halt einen Chunkloader. Der simuliert, dass sich da einer dastehen würde. Das müsste ich mir noch irgendwie reinladen für die 1.5.2. Ein Chunkloader. Das wäre dann mal so really nice. Dann könnte ich nämlich das und die Zombie-Spawner unten immer laufen lassen. Vielleicht einen, den man über Redstone oder sowas ansteuern kann, wo ich dann einfach sagen kann, ja, jetzt ist er mal gut. Schalte ich dich aus. Ich glaube nicht, dass ich aktuell einen Chunkloader irgendwo in einem Modpack drin habe, was ich drin habe. Denke ich nicht, nein. Also die Pfeile kann ich, okay. Die Pfeile können wir eigentlich komplett zum kaputt machen geben. Hau ich mal das Glas kaputt. Dok, dok, wir müssen eh dann demnächst hier mal ein bisschen her. Warum ist hier ein Bäumchen?
das sich nicht aufgelöst hat. Ha. Komisch. Das klingt so komisch auf den Schienen, wenn ich renne. Sieht das gerade. Hä? Ist mir noch nie aufgefallen zuvor. Warte mal, ich snack mal schnell einen Apfel rein. Okay, nicht nur einen. Pass mal auf. Wenn ich normal laufe? Hört ihr das? Das klingt ganz anders da. Wenn ich renne und springe, klingt es noch anders da. Hier aber nicht. Interessant, ist mir noch nie aufgefallen. Zack, zack, zack. Zack. Eieieiei. Kann auch weg hier, das bisschen da. Knochen. Fehden. Ach du Scheiße. Schwarzpulver. Holy shit. Ich glaube nicht, dass wir jemals mehr Schwarzpulver brauchen als jetzt, was ich gerade reingeschmissen habe. 4 volle Stacks Schwarzpulver. Jetzt haben wir auch 4 volle Stacks Fäden. Also fast volle Stacks, ein bisschen fehlt noch. Bist du so müde? 7 Stück fehlen noch. Ein bisschen, naja, es geht eigentlich. Hab nur gerade mal einen Schluck getrunken und schmeiß meine Katze mal wieder weg. Ich würde ja gern echt einmal wissen, wie weit hier die Trichter überhaupt voll sind. In der Truhe hier. Würde ich schon gern mal wissen. Weil unten, die läuft ja gerade nicht, oder? Läuft die gerade? Ich denke nicht. Weil hier unten... sehe ich ja nur den Trichter und der ist ja sowieso randlos voll. Und die Kiste hier unten ja auch. Ich hatte Diamantenspitzhacke. Ich glaube, ich habe einen Diamanthelm weggeschmissen. Ich habe eine Diamantspitzhacke weggeschmissen. Bögen ja irgendwie ganz normal, dass ich die wegschmeiße. Aber Fackeln? Federn? Schleimbälle? Nein. Federn nehme ich mal auch nochmal mit. Pflastersteinmauern? Rohes Hühnchen? Das kann schon sein. Ich glaube, das habe ich alles immer mal so aus Faulheit weggeschmissen, weil ich es nie einsortieren wollte. Das würde zu mir passen. Aber eine Diamantspitzhacke? Dass ich eine Diamantspitzhacke wegschmeiße? Oder einen Diamanthelm? Das ist selbst für mich untypisch. Hier kommen Pfeile an. Wer läuft hier? Die Richtung ist jemand. Unterm Haus. Hier kommen fast nur Pfeile an. Steinziegel hole ich mir auch nochmal raus. Was ist denn hier unten dann drin? Trank der Nachtsicht? Ich hatte jemals einen Trank der Nachtsicht. Knochen, Schwarzpulver, Pflastersteine, okay. Pflastersteine, Mauern, viel verrottetes Fleisch, vor allem Eisenstiefel, okay, das kann sein. Glasscheiben, nö, die hole ich mir auch. Und die Kohle hole ich mir auch nochmal raus. Die Erde hole ich mir auch raus. Ich glaube, das ist noch... Ey, wir haben das Ding noch nie wirklich richtig laufen lassen. Das ist noch so aus der Anfangszeit, wo ich einfach davon einen Überschuss hatte. Brückenholz hole ich mir auch raus.
Eieiei, einfach mal den Müll durchwühlen und man merkt einfach. Steinstufen. Man merkt einfach erstmal, wie viel man weggeschmissen hat, wie viel ich weggeschmissen habe, was ich jetzt so im Nachhinein mir denke, oh, Wolle. Will ich doch haben. Wir können es ja oben jederzeit wieder reinschmeißen. Hast du gerade Wolle gesagt? Ja, 5 Wolle waren hier drin. Warum? Warum baut ihr eure Häuser alle aus Wolle? Aber du, der Basti. Okay, es bringt schon ein bisschen einen Unterschied rein, farblich gesehen. Federn, warum habe ich so viele Federn weggeschmissen? Glasscheiben. Vergiss es. Nein. Meins. Birkenholz. Nein. Fülle ich auch wieder auf. Die 8 Kohle ist viel zu schade. Ich glaube, da gucke ich dann später nochmal runter. Hier. Yeah. Da ist ja auch nichts mehr. Da ist kaum noch was drin. Okay, die Pflastersteinmauern, die kann ich wegschmeißen. Die darf ich wirklich wegschmeißen. Aber die Erde. Guck mal, da haben wir eh hier ein bisschen wenig. Die Pflasterstein und die Steinziegel auf keinen Fall. Wolle. Warum brauchst du wohl Wolle? Ja. Wo soll ich sie denn mal hin tun? Keine Ahnung. Ich tue sie zu den Schafen. Au. Du könntest sie mir auch vorbeibringen. Nein, so nett bin ich jetzt mal nicht. Übrigens, die Schafe werden wieder voll. Mich interessiert gerade alles, was ich weggeschmissen habe. Hat Vorrang. Ich durchwühl meinen eigenen Müll. Interessiert mich gerade, aber richtig krass. Was da unten noch ein Angras kommt auf einmal durch die Trichter. So viele Trichter sind es eigentlich nicht nach unten, also müsste das auch irgendwann mal demnächst mal voll werden. Irgendwie schon interessant. Der Drang der Nachtsicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse den mal drin. Ich brauche ihn eh nicht. Einen Cobblestone nehme ich natürlich wieder mit. Alter, Spinnenaugen, richtig viele weggeschmissen. Hier Knochen, ja okay, Knochen verstehe ich. Da haben wir auch ziemlich viele. Was ist hier noch jetzt drin? Das ist noch nicht mal Der Trichter ist leer. Alter, gibt's euch das mal. Wir sind bis hierher. Tak, tak, tak. Leer, gerade mal, bis zu dem Trichter sind wir voll. Das kann doch nicht sein, hey. Haben wir das Ding mal laufen lassen? Irgendwann einmal? Nicht, dass ich wüsste, oder? Ach komm, die neuen Pflastersteine schmeiße ich wieder rein. So, nicht, dass ich wüsste, haben wir das Ding jemals laufen? Ich würde es ja schon gern mal einfach so, zack, Fichtenholz. Oder so ein bisschen Tropenholz, einfach so mal hier, warte. So, klack, zack, zack, einfach mal so Stickies draus machen. Weil da kriegen wir ja, da verdoppelt sich das ja alles. Zack. Hier so, zack. Ein paar Stickies reinschmeißen, dass man einfach mal voll wird. Wäre schon einfach mal so für den Just for Fun-Effekt, wo ich dann irgendwann ein bisschen hoch wäre. Es wäre schon mal cool. Aber ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch machen, bevor wir heute beenden. Und zwar ist hier draußen etwas ganz Wichtiges, was ich holen möchte hier. Und zwar den Zombie hier. Nein, Quatsch. Ich werde mir eine Schere schnappen. Ich werde mir vielleicht auch 2 Scheren schnappen. Und den Zombie hier rasieren. Ja, Alter. Stirb doch mal. So, und zwar das hier. Hier mal so richtig durchracen. Denn wir haben, ich habe es gerade so gesehen, wir haben auch nicht mehr viel Laub. Immer so einfach zack wie durchgeraced, zack hier
Und hui, nächste Reihe. Da war sie, weg, die Schere. Hier nochmal durchgeraced und da nochmal. Würde ich sagen, machen wir mal zack, 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 zack. Hier nochmal alle die ganzen Bäumchen weg. Schön gechillt. Was mir gerade so eine Idee kommt, ich könnte ja, mal kurz was aufschreiben. Zurzeit habe ich irgendwie voll die kreative Phase. Mir fällt eigentlich so viel zurzeit ein, was wir alles wegen machen könnten. Ich glaube, Schatz, das ist dir auch schon aufgefallen, dass ich so ein bisschen krass zurzeit mir die Ideen kommen, oder? Ja. Das klingt. Bist du da nachts weg? Mitten in der Nacht bin ich aufgesprungen. Ah! aufgesprungen, musste ganz schnell zu Blatt Papier gebracht werden. Komischerweise halt nur mitten in der Nacht, wenn mir da die Ideen kommen. Wenn ich so im Bett liege und eigentlich schlafen möchte. Und mein Gehirn meint, nein, du kannst doch darüber nachdenken. Das ist so mein Gehirn. Das ist mein Gehirn und der sagt, das ärgert mich rund um die Uhr. Also, okay, rund um die Uhr nicht. Tagsüber lässt es mich in Ruhe. Dann vergesse ich nur immer alles. Wenn ich mich ins Bett lege, dann legt's los. Du denkst dann, Party! Party hart, ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch schnell, bis die Schere kaputt ist. Okay, da war sie kaputt. Und zack, 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 zack. Wir müssten, ich glaube, demnächst auch mal wirklich wieder in die Hölle. Und ein bisschen Glowstone farmen. Aber ich habe irgendwie so eine Höllenphobie bekommen. Vor ein paar Folgen. Ich gehe nur noch ganz ungern und mit einem schlechten Gefühl in die Hölle. So, du wirst erst eh sterben, wenn du hier bist. Du wirst einfach sterben. Nein, keine Widerrede. Du stirbst. So, mit so einem Gefühl gehe ich zurzeit in die Hölle. So. Die Bäumchen außenrum lasse ich mal stehen. Ja, wir müssen hier an sich noch ein bisschen. Da bräuchte ich noch zwei Zäunchen. Zwei Zäunchen, die könnte ich eigentlich holen. Ich glaube. Du schläfst gleich im Stehen ein? Ja. Also wie immer. Oh, da vorne ist gerade eine ganze Gruppe Mobs gespawnt. Ich habe euch gesehen. So, zack. 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 Da mache ich auch nochmal hin. Hier wird es vielleicht wieder ein Problemchen geben wegen am Baumstamm. Das werden wir aber sehen, wenn da mal ein Baum gewachsen ist. Wann stehst du eigentlich auf? Morgen. Ja, wie immer. Also halb. Sechs. Halb sechs, ja. Der erste Wecker bimmelt aber um Viertel nach. Darfst du dich wieder beschweren, dass mein Wecker dich erschreckt? Das finde ich irgendwie so süß, dass der Wecker dich erschreckt. Ist ja der Sinn der Sache an dem Wecker, dass man wach wird. Nein. Doch. Soll einen sanft wecken. Der soll einen sanft wecken. Der erschreckt mich, dann kriege ich den ganzen Kopfschmerz, weil ich so erschrocken bin. Das Problem ist, ich hatte ja schon mal eine Woche Urlaub. Da hat sie keinen Urlaub gehabt und musste arbeiten. Ich habe von ihrem Wecker einfach nichts mitbekommen. Gar nichts. Okay, ich habe ein kleines Problem. Hier. Ich habe zu viel Eichenlaub. Natascha left the game. Warum? I'm müde. Weil müde, du bist immer müde. Morgen Schule. Ja und?
ich morgen Arbeit. Ich morgen auch lange Auto fahren. Da fährst du auch nur nach Hof. Ja, was ist daran lange? So, ich schmeiß einfach mal wieder, zack, alles rein. Und dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wenn du unten auf dem Abo-Button drücken würdest, dann freue ich mich auch sehr, doll sogar. Und du verpasst keiner meiner Folgen mehr. Tschüss. Stopp. Nein, noch nicht tschüss. Und ich, wenn du auf dem Abo-Button drückst, hat es noch einen Vorteil. Du bekommst einen Keks. Yay! Ja, nimm ihn dir. Ja, nimm ihn dir. Ja, da liegt er doch. Nimm ihn doch. Naja, ciao.